Hallo und herzlich willkommen zum neuen Wochenorakel für die Woche vom 26.12. bis 01.01.2017. Ja, ich wünsche euch heute noch ein wundervolles Weihnachtsfest. Morgen haben wir den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr habt eine gute, schöne Zeit im Kreise der Familie oder mit Freunden und Bekannten oder könnt euch ein bisschen entspannen und erholen. Und wir sind natürlich sehr gespannt, was jetzt diese Woche hier, die letzte in 2016, noch für uns bereithält. Und dann gehen wir auch schon in den ersten rein, 2017. Und da sind wir natürlich auch gespannt, welche Energie sich hier schon zeigt am ersten Tag des neuen Jahres, was wir hier mitbekommen, was für Botschaften, Geschenke, Hinweise. Wie immer habe ich für euch drei Kristalldiamanten ermittelt und diese Woche wollte dabei sein ein klarer Kristall, ein opalfarbener Kristall und ein gelber Kristall. Stelle zum Auswählen bitte wie immer beide Füße fest auf den Boden. Atme nochmal tief ein und aus, damit du dich ganz entspannt fühlst und mit Mutter Erde verbunden. Du kannst dir vorstellen, wie kleine Wurzeln aus deinen Fußchakren rausgehen und dich stabilisieren und stützen und halten. Und nun fühle in dein Herzzentrum hinein. Wenn du möchtest, kannst du noch mal eine Hand, vielleicht die linke oder rechte Hand, oder auch beide Handflächen auf dein Herzchakra legen und fühlst dein Zentrum. Und aus diesem Gefühl der Vertrautheit heraus kannst du jetzt deinen Stein wählen. Vielleicht erscheint dir auch eine Farbe oder es ist der Kartenstapel dahinter mit den kleinen Glitzerfläschchen darauf. Egal was es ist, nimm die Botschaft an, zweifle nicht daran und bleibe bei deiner Entscheidung. Deine Intuition hat dich richtig geführt. Und solltest du dich noch nicht entschieden haben, dann atme nochmal ganz tief ein und aus. Fühl dich völlig befreit von jeglichen Gedanken, die dich ablenken möchten. Und entscheide ganz intuitiv, bitte, jetzt. So, ich hoffe, du konntest deinen Orakelstein finden und somit auch dein persönliches Wochenorakel. Und wie immer, bevor wir beginnen, stelle ich euch ganz kurz die verwendeten Karten vor. Ihr erhaltet immer Hinweise zu den Karten nochmal unter dem Video. Wir haben diese Woche Tarotkarten dabei und zwar wieder das Witches Tarot von Ellen Dugan. So sieht die Schachtel aus. Dann haben wir dabei das müsste das Shabby Chic Lenormand sein und das ist von Tarot Lynn. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Das sind diese Karten, die habe ich mal online gefunden aus USA, meine ich. Tarot Lynn heißt die Künstlerin, die bringt immer mal wieder neue Decks heraus. Und dann haben wir noch dabei die Lichte Kraft der Engel, das sind 50 Karten mit Begleitbuch, erschienen im Schirner Verlag. Die Bilder sind von Petra Arndt gezeichnet und von Jane Ruland sind die Texte, hier dieses Kartendeck. Und nun beginnen wir mit dem Orakel. Und wie immer beginnen wir mit unserer gemeinsamen Orakelkarte, die die kosmischen Energien der Woche anzeigt. Und da haben wir hier aus dem Tarot den Buben der Münzen. Hier ist eine weibliche Person abgebildet, also eine Prinzessin der Münzen.
Und es ist eine sehr schöne Wochenenergie, die uns hier erwartet. Wir haben hier die Münzkraft, die immer für die Erdung steht, also das Anfassen können, das Bodenständige. Also es ist eine sehr geerdete Woche. Gut, es hat auch materielle Einflüsse. Klar, in dieser Woche sind wir vielleicht nochmal beschäftigt, Einkäufe vorzunehmen für die Silvesterparty, wie auch immer. Also man ist da schon auch im Materiellen verbunden. Viele bekommen Ende der Woche vielleicht noch ihr Gehalt Ende der Woche oder erhalten irgendwelche Weihnachtszuwendungen noch. Also es ist auch ein materielles Gefüge drin. Es ist auch die materielle Fülle darin. Und die Woche ist sehr gut, weil es ist eine gute Karte mit einer guten Grundaussage. Sie steht für Harmonie, für ein harmonisches Beisammensein. Es ist auch eine Botschaft, dass die spirituelle Anbindung vorhanden ist, weil die Karte auch immer ausdrückt, dass man ein Kanal nach oben ist. Ich schaue mir die Karte auch nochmal an, da ist eine Ziege hinten drauf. Ja, also auch der spirituelle Charakter wird hier angesprochen, dass wir besondere Eingebungen bekommen können. Das ist auch klar, wenn wir besonders geerdet sind, stabil in uns selbst, dann ist unsere Intuition auch gut. Viele denken immer, sie müssen die ganze Last in die oberen Chakren legen. Aber wenn wir nicht geerdet sind, dann ist die Verbindung schlecht. Dann wenn die unteren Chakren nicht richtig funktionieren, funktionieren auch die oberen nicht. Darum ist Erdung so wichtig. Ja, dann haben wir hier die Natur sehr stark vertreten, sehr viel Grün. Das bedeutet, wir bekommen Kraft aus der Stille. Also die Weihnachtszeit ist ja die stille Zeit, die gesegnete Zeit. Das heißt jetzt nicht, dass wir in der Weihnachtszeit so richtig Rambazamba machen sollen. Viele gehen ja in Diskotheken, gerade junge Leute, habe ich früher auch gemacht. Ja, aber es ist auch die stille Zeit, wo wir sehr in uns gehen können, uns Gedanken machen können über das vergangene Jahr. Was wollen wir im neuen Jahr anders haben, also sich auch zu sammeln und die Gedanken auch zielstrebig auszurichten, wo möchte ich hin, wie möchte ich mein neues Jahr gestalten, was möchte ich mir für Ziele setzen. Besonders dann an Silvester nimmt man sich ja immer die guten Vorsätze vor, also sich hier vielleicht nochmal ganz konkret zu sammeln, vielleicht sogar eine Liste zu schreiben oder ein Vision Board anzulegen, was möchte ich erreichen, wie stelle ich mir mein neues Jahr vor. Ja, also auch hier Gedankenkraft reinzugeben und hier auch die Kraft der Stille zu nutzen, der Besinnlichkeit. Dann steht diese Karte auch für gute Neuigkeiten, gute Nachrichten. Es kann sein, es kommt noch ganz plötzlich ein gutes Angebot rein oder auch eine Einladung zu einer Feier oder einer Fete, was auch immer. Ja, oder für einen Kurzurlaub, einen Ausflug, also sowas kann auch anstehen. Ja, und sie drückt auch immer aus die Spannung auf das Neue und in dem Fall die Anspannung auch oder die Spannung, die innere Anspannung auf das neue Jahr. Ja, wir sind ja dann ganz kribbelig, wenn die letzten Minuten anstehen vor Mitternacht und da möchten wir dann alle parat stehen und unsere Sektgläser in der Hand halten oder was auch immer für ein Getränk deiner Wahl du hier vorziehst. Und mit anderen Menschen ja uns freuen. Und das drückt diese Karte auch aus. Also es ist eine sehr gute Karte und wir können dankbar sein, dass wir hier so eine gute Wochenenergie hier haben, die sehr harmonisch abläuft. Wir sehen diese Person, wie ihr Blick so auf die Münze geht. Das heißt, bevor du zugreifst, schau dir das Angebot erst nochmal an. Beobachte in Stille, ja, und dann kannst du entscheiden, ob du etwas annehmen möchtest. Also die Karte regt auch nochmal an, ja, ein bisschen ins Köpfchen einzuschalten, ja, nachzudenken, ist das jetzt das beste Angebot für mich oder möchte ich vielleicht doch lieber was anderes machen? Also sehr, sehr schöne kosmische Energien und wenn ihr Zeit habt oder wenn du Zeit hast, dann nutze auch ein bisschen die Kraft der Natur, hier ist sehr viel Grün drauf, vielleicht nochmal rausgehen, einen kleinen Spaziergang machen, gemeinsam was unternehmen an der frischen Luft, ne? Sofern es geht. Also das ist hier auch nochmal eine Anregung für uns alle. Also da
haben wir eine schöne Woche vor uns und da dürfen wir uns alle wirklich freuen. Jetzt gehen wir zum ersten Orakel. Wenn du dich für den kristallklaren Diamanten entschieden hattest und dieser Stein ist getragen von der Energie Erzengel Gabriels. Gabriel steht auch für die Klarheit, für die Klärung. Diese Energie ist sehr reinigend, steht für die innere Reinheit, aber Gabriel fordert auch eine gewisse Disziplin von uns ab. Also, dass wir vielleicht auch selber an uns arbeiten, an uns aktiv sind, etwas dafür tun, für unsere Ziele, Wünsche, Dinge, die wir vielleicht in dieser Woche auch noch realisieren möchten. Trotzdem kommt auch diese reinigende Energie von Erzengel Gabriel zu dir, dass hier vielleicht nochmal ein innerer Reinigungsprozess dir bevorsteht, vielleicht auch eine Chakrenreinigung, wo du spürst, manchmal arbeiten die Lichtwesen auch direkt an uns, also das kannst du spüren, wenn deine Chakren manchmal aufgehen oder wie so ein sanftes Streicheln darüber geht. Also wer sehr feinfühlig ist, kann das immer mal wieder wahrnehmen, ja, dass hier auch einfach an einem positiv gearbeitet wird und geholfen wird. Jetzt schauen wir mal deine erste Karte an aus dem Tarot. Das ist eine machtvolle Karte. Das ist der König der Kelche. Und bei dir geht es diese Woche um die Liebe, um die Gefühle, um die Emotionen. Das passt zu dem eben Gesagten, dass man doch feinfühlig ist, sehr viel wahrnimmt. Und du bist sensibel diese Woche. Ja, sensibel für die Welt, für die Mitmenschen, für dich selber. Der König ist sehr gefestigt hier auf seinem Felsen. Er sitzt hier sehr selbstsicher und hat gar nicht Angst vor diesen Wellen, die da hochpeitschen vom Meer. Und das steht für die Kraft der Emotionen. Du hast sehr viel Power in dir in dieser Woche. Kannst sehr viel spüren und brauchst dich auch davon nicht zu fürchten. Und die Karte steht auch für die Kraft durch Liebe, also durch die Liebeskraft in dir, aber auch die Kraft der Liebe, dass dir sehr viel Liebe und Gefühl auch entgegenschwappt oder zu dir getragen wird, auch wenn du vielleicht schon viel durch hast oder sehr viel Disziplin aufbringen musstest, gerade im Bereich der Liebe, das manchmal nicht immer so einfach für dich war. Und jetzt kommt hier richtig Kraft aus dir heraus. Du hast sehr viel Kraft auch in dir selber angesammelt. Dann steht diese Karte ganz traditionell auch dafür, dass man Zeit verbringt mit seinen Lieben. Und das muss nicht immer die Herkunftsfamilie sein, das kann auch die sogenannte Wahlfamilie sein, also die Familie deiner Wahl, wo du dich wohlfühlst. Ja, also alles mit Wohlfühlcharakter. Also hier geht es in die eigene Herzentscheidung zu gehen. Es ist eine Woche der Hingabe, wo dir sehr viel zufließt und das kann sogar so weit gehen, weil diese Karte steht auch für die Seelenfamilie, Seelenpartner, Seelenfreunde, dass du auch Zeit mit Menschen, die aus deiner Seelenfamilie stammen oder entstammen, verbringen wirst. Vielleicht sogar mit deinem Seelenpartner, also wo ihr euch auf einer speziellen Ebene berührt. Vielleicht gibt es hier auch ein Thema, wo du sehr viel Disziplin aufgebracht hast und sehr viel Emotion reingesteckt hast, dass sich das klärt. Und hier kommt jetzt die Klärungsenergie zu dir. Ja, und da hilft Erzengel Gabriel auch ganz stark. Du kannst ihn anrufen, wenn du da so eine Seelenverbindung hast, wo du möchtest, dass hier mehr Klarheit und Reinigungskraft reinkommt. Also es ist eine wunderschöne Botschaft für dich, für alle Menschen, die wirklich ihrem Seelenpartner sehr nahe sind, ihres, sage ich mal, Seelenliebe auch. Ist hier eine Woche der Romantik und der Gefühle auch angekündigt, also sehr gefühlvoll. Zeit
mit dem Herzensmann, weil hier ist ein Mann drauf, sage ich mal, zu verbringen. Wenn du jetzt ein Mann bist, wo das Orakel schaut, kann es auch sein, dass es darum geht, deine Seelenliebe jetzt zu finden und in dein Leben zu bringen und du erhältst mehr und mehr Sicherheit und handelst aus deinem tiefsten Inneren heraus. Also wirklich eine ganz zauberhafte Botschaft jetzt auch noch für die Weihnachtswoche. Es ist ja jetzt immer noch Weihnachten, finde ich ganz traumhaft. Wir schauen mal deine Lenormand-Karten an und das passt hier auch. Wir haben hier nochmal einen Mann drauf, ne? Also das ist, kann der Herzensmann sein, der Mann, der dir am Herzen liegt, dein Partner oder einfach eine männliche Person, wo für dich wichtig ist, oder auch wenn du ein Mann bist, du selbst, ja, oder wenn du eine männliche Person liebst, dass das dann auch hier dein Partner verkörpern kann. Also wirklich eine Woche der Romantik und der tiefen Gefühle. Und mit dem Familienhaus hat es auch mit der Familie zu tun. Eine starke Verbindung der Familie, die Liebe unter der Familie wird gestärkt. Stabilität kommt hinein, ja, auch in dein Zuhause, wenn du zum Beispiel alleine bist und dass du jetzt eine Stabilität in deinem Zuhause fühlst, dass du dich sicher fühlst. Im Herrn haben wir auch die Aktivität drin, dass bei dir zu Hause aktiv was passiert. Also selbst wenn du jetzt sagst, Mensch, Zeit mit Familie verbringe ich diese Woche eigentlich nicht, aber vielleicht gibt es bei dir zu Hause ein Fest zu feiern, wo du dann bei dir zu Hause feierst, etwas ausrichtest, dass da Aktivitäten sind, dass du bei dir etwas gestaltest. Auch das steckt hier drin und dass es sehr harmonisch mit dieser Karte sein wird. Ja, also sehr viel mit Gefühl. Oder aber du machst einen Besuch in deiner Heimat, dass du diese Heimatverbundenheit diese Woche spürst. Das kann hier auch dahinter stehen. Und das Haus steht immer für Meditation und Ruhe. Und diese Karte hat ja gesagt, der Wochenenergie, geh es besinnlich an, geh es ruhig an. Mach nicht so viel Halligalli, das würde ich dir raten. Es wird dir gut bekommen. Du kannst dadurch sehr viel Kraft sammeln, gerade weil du ja noch in einem Reinigungsprozess steckst. Ja? Da wäre es gut, wenn man nicht zu viele Energien, sage ich mal, von außen aufnimmt. Jetzt schauen wir deine letzte Karte an. Da kriegst du einen starken Erzengel diese Woche noch an deine Seite. Zu Gabriel gesellt sich hier noch Erzengel Michael hinzu mit der Schutzenergie. Jetzt schauen wir mal, was hier steht. Michael, göttlicher Wille, rufe Erzengel Michael zum Schutz. Lasse dich vom göttlichen Willen und den höheren Ebenen führen. Vertraue auf den Weg, der sich dir öffnet. Der göttliche Wille ist weise. Er dient dir sowie dem gesamten Leben. Du hast hier Gabriel drin. Gabriel hat die Botschaften überbracht von Gott. Ja, es kann auch sein, dass dir über deine Sensibilität Botschaften aus den höheren Ebenen zu fließen, weil hier steht auch, der göttliche Wille ist weise. Also deinem Weg zu vertrauen. Vor allen Dingen, wenn jetzt im alten Jahr nicht alles abgelöst wurde und jetzt im neuen Jahr noch ein paar Themen mit reingetragen werden, so verspricht man dir Schutz und Geleit und Klärung dessen. Es wird sich das Jahr über klären, die nächsten Wochen, Monate. Es wird Stabilität bei dir reinkommen und eine sehr gute Aktivität. Also das ist eine wunderschöne Botschaft für dich, besonders jetzt, wenn es in den Januar reingeht und du darfst Vertrauen haben, ja. Vertraue den höheren Ebenen, man wird dich führen. Gib hier ein Stück weit deine Sorgen auch ab nach oben und bitte um Klärung, ja. Also das ist deine Wochenbotschaft und die ist wirklich sehr schön. Jetzt lege ich dir mal hier deinen Klärungsdiamanten noch mit drauf und die Energie von Erzengel Gabriel als Symbol.
und wünsche dir ja noch einen wunderschönen zweiten Weihnachtsfeiertag und einen guten Rutsch ins neue Jahr für dich und deine Familie. Und ich hoffe, wir hören uns wieder im neuen Jahr. Also, danke fürs Zuhören. Und wir gehen zum nächsten Orakel. Wenn du dich für den opalfarbenen Diamanten entschieden hast, er schimmert ja in allen Regenbogenfarben und er steht für die Energien dieser Woche für Erzengel Metatron. Und Metatron hat ja eine Inkarnation als Mensch gelebt. Ich weiß nicht, ob es nur eine war oder mehrere. Auf jeden Fall hat er irdische Erfahrungen. Und das ist ganz gut, weil er praktisch weiß, von was hier gesprochen wird, ja. Und vielleicht brauchst du auch jemanden, der gewisse Erfahrungen gemacht hat, der dir zur Seite stehen kann. Das kann eine Botschaft sein, die hier dahinter steht. Er ist in der Engelhierarchie ein sehr starker Bote und ein, sage ich mal, schon höherer Erzengel. Und er steht diese Woche für das innere Gleichgewicht. Bei dir geht es darum, diese Woche deine Balance zu finden. Vielleicht war es sehr stressig für dich jetzt die letzte Woche oder die letzte Zeit und du bist so ein bisschen aus dem Takt gekommen und es geht darum, dass du wieder in diesen Rhythmus findest, in deine Balance findest. Und da steht dir Erzengel Metatron zur Seite. Er wird hier durch dieses Silberelixier verkörpert, der silberne Strahl sozusagen. Und wir schauen hier mal deine erste Karte aus dem Tarot an. Ja, und du hast die 7 der Schwerter. Der Gute, der lächelt hier, aber er hat sich hier ein paar Schwerter mal so reingesteckt. Lässt er die mitgehen? Man weiß es nicht so genau. Also die Schwertenergie ist ja dem Geist, dem Intellekt zugeordnet. Es geht um dein inneres Glaubensgerüst. An was glaubst du? Was empfindest du? Was für Glaubenssätze formulierst du? Ist bei dir das Glas immer eher halb leer oder halb voll? Hast du das Gefühl, das Leben versteckt manche Dinge vor dir oder du musst manchmal hamstern oder was mitnehmen oder was horten, auch vielleicht Gefühle irgendwo horten, weil du das Gefühl hast, es könnte etwas verloren gehen? Das sind alles Dinge, die einem aus der Balance, aus dem Gleichgewicht reißen. Also es geht bei dir ums Thema, an was glaube ich, aber auch inwieweit kann ich vertrauen. Kann ich mir vertrauen, aber auch kann ich anderen Menschen vertrauen. Vielleicht ist dein Vertrauen erschüttert worden. Und jetzt geht es darum, dieses Vertrauen mehr und mehr zu stärken, aber auch den Selbstglauben und den Glauben an die Welt. Hier stecken Selbstzweifel in dieser Karte drin, aber auch negative Gedankenmuster, die dich immer mal wieder einholen. Vielleicht war jetzt auch ganz konkret etwas geschehen, wo dich so ein bisschen aus dem Positiven rausgeholt hat und wieder in so eine leicht negative Gedankenschiene, wo du jetzt deine negativen Gedanken spinnst. Und Erzengel Metatron versucht hier ganz stark, dich hier wieder in deine Balance zu bringen, dass du die Dinge positiv sehen kannst. Dieser Silberstaub, das sehe ich wie so, ja, wie so Feenglitzer, wo man dir geben möchte, dass du die positiven Aspekte hinter den Dingen erkennen kannst. Es geht bei der Karte auch darum, was erwarte ich von mir? Was erwarte ich von anderen? Haben andere deine Erwartungen vielleicht enttäuscht oder du konntest anderen Erwartungen nicht gerecht werden? Also solche Dinge, es hat hier immer was mit Verlust, dass einem etwas genommen wurde. Das muss nicht immer materiell sein. Wir haben hier das Geistige drin, in Sachen von Taten oder Worten, dass hier etwas getan wurde.
Ja, und darum gilt es halt hier jetzt wieder eine Balance zu bekommen und da aufzuräumen. Es ist auch eine Aufforderung an dich, die Schwertenergie ist immer klärend, reinigend, bereinigend. Die Frage ist, musst du etwas richtigstellen, etwas aufräumen, etwas noch in Ordnung bringen, ein Gespräch suchen und sich halt nicht einfach davonstehlen. Ne? Vielleicht bist du auch gegangen oder jemand anders ist gegangen, hat sich davongestellt und es steht noch ein Gespräch aus. Dann hab vielleicht den Mut, auch das Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, so geht's nicht. Also hier sind Geheimnisse drin. Wir müssen das klären, in Ordnung bringen, dass wir alle wieder in eine richtige Balance kommen können. Also so klärende Gespräche können hier anstehen, aber auch, dass du in den Gedanken gehst, was möchte ich hier noch in Ordnung bringen, damit ich mich besser fühle. Und manchmal ist hier halt auch ein Umdenken gefragt. Oder was heißt manchmal, meistens ist ein Umdenken gefordert, damit man das klären kann. Dann haben wir in der Karte noch drin, dass man so ein bisschen aufpassen soll. Also wenn du viel unter Menschen bist, unterwegs bist, auf Handtaschen, persönliche Gegenstände achten. Das heißt jetzt nicht, dass direkt einer einen bestiehlt oder etwas wegnimmt, aber es kann auch sein, dass man etwas vergisst oder wo liegen lässt, weil die Gedanken ein bisschen wirr sind. Also so ein bisschen die Sachen zusammenhalten, ordentlich halten, Wertgegenstände ordentlich wegtun. Also das ist hier auch immer noch ein Hinweis, wo man so ein bisschen drauf achten sollte. Aber wie gesagt, die Karte ist jetzt nicht durch und durch schlecht. Es geht ja um das Thema, dass Metatron helfen möchte, die Dinge in Balance zu bekommen. Du hast hier sehr viele Anregungen bekommen. Es kann sein, dass diese Woche halt wirklich ein Gespräch ansteht, wo du gar nicht gerechnet hast, dass das Gespräch jetzt kommt oder die Konfrontation damit. Und dann überleg wirklich, ist es der bessere Weg, wenn ich blocke und mich da aus dem Staub mache und ruhig bin, oder reiß ich mich am Riemen und versuche das irgendwie zu klären, dass sich alle besser fühlen. Ja, das kann hier dahinter stehen. Jetzt schauen wir mal deine nächsten beiden Karten an aus dem Lenormand. Die sind ja spannend. Ja, da hast du gute Karten bekommen. Also hier kann es ganz wichtig. Also wir haben hier einmal den Glauben drin, das war ja das Thema hier schon, an was glaubst du? Vertrauen, ja, also hier geht es auch nochmal um den Glauben. Was für Gedankenmuster mache ich mir? Denke ich eher positiv oder negativ? Es geht aber auch um ganz viel Wissen, was zu dir kommt. Es kann sich in dieser Woche bei dir auch nochmal stark um den Glauben an sich, also in Form von Religion handeln. Klar, wir haben jetzt Weihnachten. Vielleicht bist du auch jemand, der gläubig ist, der in die Kirche geht und dahin geht. Also was ja auch was sehr Schönes ist, ja. Und dass du mehr in den Glauben und ins Vertrauen kommst, weil das Kreuz ist immer eine Verstärkung dessen. Es ist wie ein Pluszeichen, ja. Dass mehr Glauben, mehr Wissen jetzt zu dir kommt. Sehr spannend. Dann haben wir hier die Fische, die für das Finanzielle stehen. Wenn wir es als Verstärker stehen, sehen, dann wäre es eine Vermehrung des Finanziellen, dass Geld dir diese Woche zufließt, ja, dass eine gewisse Fülle zu dir kommt, was sehr schön ist, aber auch vermehrt Gefühle und Emotionen, zu dir geleitet werden. Ich spüre da so eine leichte Verhärtung, dass Gefühle nicht richtig fließen konnten und das jetzt ins Fließen kommt, weil andersrum gesehen hätten wir, dass etwas aufgelöst wird, ein Gefühl wird aufgelöst. Und ich meine mit dieser Karte hier zu sehen, dass auch negative Gefühle, die blockiert haben, jetzt aufgelöst werden, weil es muss so sein, weil wir ja die Harmonisierung von Erzengel Metatron dahinter haben, dass hier also destruktive Gefühle in die Auflösung gehen und somit mehr Fülle jetzt zu dir strömt. Und wenn wir hier ein Mehr von finanziellen haben, haben wir hier das Verluste, also dass sich was auflöst. Also hier auch nochmal der Hinweis, bitte auf Wertgegenstände und persönliche Sachen ein bisschen Acht geben. Ja, also das wäre so die Botschaft für dich.
was hier sehr gut ist. Und jetzt gehen wir zur letzten Karte. Das ist Erzengel Sandalphon. Kriegst du hier auch nochmal einen starken Erzengel an deine Seite zu Metatron. Und Sandalphon ist der Botschafter, der die Gebete direkt zu Gott trägt. Und wir hatten das Thema Glauben drin, Vertrauen drin. Vertraust du der höheren Macht? Glaubst du an die höhere Macht? Hast du Vertrauen, dass deine Gebete, deine Wünsche und Ziele erhört werden? Also arbeite ganz speziell hier nochmal mit Sandalphon, wenn du manchmal Zweifel hast, dass man dich nicht erhört, dass man dir nicht deine Wünsche bedenkt. Ich lese dir mal deine Karte vor. Da geht es um die Meisterschaft und um die Selbstmeisterung. Das Paradies wohnt immer noch in dir. Also man möchte dir hier sagen, du bist ein Teil Gottes. Das Paradies wohnt immer noch in dir. Ja? Die Erde ist immer noch am Werden. Also sie ist noch nicht so, wie sie sein sollte. Ne? Bringe den Himmel auf die Erde. Also tu etwas, damit die Erde zu einem schönen Platz wird. Also mach's dir hier schön. Das bedeutet die Fülle. Mach dir keine Probleme, zu viel Zweifel oder Kummer, sondern mach dir den Himmel auf Erden. Richte dir dein Leben so ein. Denke positiv. Geh nicht zu viele negative Glaubensmuster oder lass dich von anderen beeinflussen. Es gibt sehr viele Negativdenker, die alles schlecht reden in den Ansätzen. Da kann keine positive Stimmung aufkommen. Verkörpere das lebendige Licht der Liebe, also hier eine Liebesbotschaft, auch nochmal zu Weihnachten, dass man praktisch eine Lichtfackel der Liebe wird und segne das Leben und das Leben segnet dich. Also sei dankbar für das, was du hast, was dir Gutes zugeflossen ist und segne auch deine Mitmenschen, besonders die Mitmenschen, die auch nicht gut zu einem sind, zu segnen, ihnen Gutes zu wünschen, ihnen zu vergeben, lässt auch noch mehr Fülle zu dir streben oder strömen. Also es ist eine sehr schöne Botschaft, kommt mehr und mehr Gleichgewicht zu dir und mehr Vertrauen auch. Ich lege dir mal hier auch dein Opal drauf und dein Glitzerelixier und ich wünsche auch dir eine wunderbare Weihnachtswoche und Silvester. Feierparty, was immer du vorhast und einen sehr guten Rutsch für dich und deine Familie in das neue Jahr und ich hoffe auch, dass wir uns im neuen Jahr wieder hören. Alles Liebe dir. Kommen wir nun zum letzten Wochenorakel in diesem Jahr, wenn du dich für den gelbfarbenen Diamanten entschieden hast. Und der gelbfarbene Diamant steht in dieser Woche für Erzengel Jophiel. Und Jophiel ist der Engel der Freude, ja, dass man Spaß hat, die Lebensfreude, die Lebensenergie, einfach Party und Power. Also da hast du dir einen ganz tollen Stein ausgesucht, der auch stark auf deinen Solarplexus-Chakra wirkt, dass man einfach in der Mitte ist, in der eigenen Mitte sich stabil fühlt, richtig das Leben genießt in vollen Zügen. Hier haben wir auch das Glitzerelixier, das für Erzengel Jophiel steht, so ein goldgelbenes Licht. Wir schauen hier mal deine erste Tarotkarte an und bei dir kommt auch eine ganz schöne Tarotkarte. Es ist der Bube der Kelche und die Kelche sind die Wasserenergie, wo für die Emotionen stehen, für die Gefühle und für die Liebe. Ja, also eine sehr gefühlvolle Woche steht dir bevor, mit sehr viel Spaß, sehr viel Freude, eine große Liebeskraft dahinter. Du siehst diese Welle, die hier so richtig reinbricht über dieses Mädchen. Das heißt, du wirst von Gefühlen überströmt und übermannt. Ja, es passieren besondere Dinge bei dir. Gefühle werden dich richtig mitreißen und auch deine inneren Gefühle werden stark befreit. Du kannst lachen, tanzen, singen, Spaß haben. Also freue dich am Leben. Das ist was ganz, ganz Schönes. Das Selbstvertrauen, gerade bei Menschen,
die nicht so das Selbstvertrauen haben, das steht ja auch hinter diesem Solarplexus Chakra und hinter dem gelben Stein. Das Selbstvertrauen kommt in eine gute Power, in eine gute Kraft. Es fühlt sich einfach gut an. Also dir steht eine ganz tolle Woche, eine tolle Zeit bevor. Gerade auch mit anderen Menschen. Man geht auf andere Menschen sehr offen zu. Man kann ganz tolle Stunden verleben. Und dieser Kelch da, den sie so vor sich hütet, der steht auch für die Wünsche. Also es können sich bei dir jetzt ganz toll noch Wünsche verwirklichen. Vielleicht hast du dir irgendetwas gewünscht, schöne Stunden mit einem gewissen Menschen zu verbringen oder mit gewissen Menschen oder andere Wünsche. Und die können sich jetzt sehr gut erfüllen. Denn wir haben ja auch eine schöne Nachricht drin diese Woche oder schöne Angebote. Angebote können auch in Form von Einladungen sein, etwas in der Art. Also freu dich, es kommt sehr viel Power diese Woche bei dir rein. Jetzt schauen wir mal deine nächsten beiden Karten an, die Lenormand-Karten. Und hast du auch schöne Karten? Wir haben hier einmal die Sterne, die für das Spirituelle stehen, also hohe Sensibilität, Fühlbarkeit. Du kannst mit einem Lächeln im Gesicht die Dinge verwirklichen. Es steht der Sternenhimmel hinter den Sternen. Wir haben ja auch Silvester, es ist die Silvesterkarte, die Sterne bei mir auch, die für einen schönen Silvesterabend stehen, eine hell leuchtende Nacht, vielleicht auch die Sterne beschauen, ja, kann auch für einen tollen Winterurlaub stehen, vielleicht planst du da etwas oder vielleicht sogar einen Liebesurlaub zu machen, Skiurlaub, irgendwas in der Art, kann hier auch anstehen, also eine ganz, ganz tolle Zeit. Und hier haben wir die Lilie, die für das Heißblütig in dem Fall steht. Und das ist auch die Sexualität, also ganz erfüllender Sex, ja, also sogar Höhepunkte mit den Sternen, ja. Wäre jetzt also ganz besondere Erlebnisse, eine starke Erotik, eine gute erotische Ausstrahlung. Es kommt auch vielleicht Klarheit rein, also wir haben ja auch die Klärung und die Lilien stehen aber auch noch für die Ursprungsfamilie, ja, dass hier vielleicht noch eine Klärung reinkommt in ein Familienthema oder dass die Familie an Silvester nochmal einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt, ja, das kann auch dahinter stehen, gerade an einer Silvesterparty oder etwas. Also auf jeden Fall gibt es etwas zu feiern, wird es sehr schön sein. Familie ist wichtig, aber auch die eigene Sexualität wird hier angesprochen, ja, und also freu dich. Das Einzige, was wir hier drin haben, wir haben zwei winterverkörpernde Karten. Gut anziehen, gerade wenn dir schnell kalt wird. Ja, aber vielleicht machst du ja wirklich einen Winter- oder einen Skiurlaub, da muss man sich ohnehin dann gut und warm einpacken. Aber mach dir warme Gedanken. Also die Feuerkraft ist ja hier da durch deinen schon wärmenden Stein. Und hier kriegst du es auch nochmal Hitze rein mit deiner letzten Karte. Das ist Erzengel Uriel. Und Erzengel Uriel ist ja das Feuer Gottes. Und er bringt hier richtig Power nochmal rein jetzt in deiner letzten Woche von 2016. Da kriegst du jetzt nochmal richtig Power. Ich will nicht sagen Feuerhund am Hintern, aber das ist schon warm. Dann haben wir hier den Mut drin und die Leidenschaft. Also eine richtig hitzige, schöne Woche. Und ich lese dir mal vor, was hier steht. Also er bringt dir Frieden, er bringt dir Aufrichtigkeit, er bringt ein gutes, besonnenes Handeln. Und wir haben hier die Botschaft, habe den Mut, den Weg deines Herzens zu gehen. Also er bringt dir auch die Herzkraft, ne, das Fühlen. Und die Herrlichkeit Gottes auf der Erde zu offenbaren. Hab keine Angst vor dem strahlenden Licht. Bringe den Himmel auf die Erde. Also etwas kanalisiert sich durch dich, ist hier die Botschaft. Wir haben hier das Kreuz, wo wie ein Kanal fungiert, wo das Licht hier auf die Erde bringt und du reißt die Menschen mit deiner Freude, mit deiner Power regelrecht mit. Ja,
Also das ist hier so die Botschaft, dass du einfach eine gute Leidenschaft diese Woche ausstrahlst, wo andere Menschen mitbewegen kann, in diese Freude, in den Optimismus zu gehen. Also lass dir es richtig, richtig gut gehen. Ich lege dir da einen Stein hier drauf, der passt auch super, und das Glitzerfläschchen. Und ich wünsche auch dir eine ganz fabelhafte Woche, aber was will ich da wünschen? Die hast du, und einen sehr guten Rutsch ins neue Jahr für dich und deine Familie. Und ich danke auch dir fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns im neuen Jahr wieder hören. Ihr Lieben, wir sind nun am Ende des Orakels angelangt. Nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer kannst du meinen Kanal abonnieren, wenn er dir gefallen hat. Dann erhältst du ganz automatisch meine Videos, wenn ich sie hochlade. Du kannst auch gerne mal auf meiner Facebook-Seite schauen. Da findest du auch Angebote zu meinen Beratungen oder auch meine Webseite, wo du noch mehr Hinweise finden kannst. Vielleicht interessiert dich das ein oder andere Angebot oder du möchtest einfach mal ein bisschen schmökern und dich umschauen. Und auch meine Facebook-Seite könnte noch ein paar Gefällt mir vertragen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich sage nochmal ganz herzlichen Dank und eine gute Zeit. Bis bald, eure Dani. Tschüss.